Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come. Ja, in der vorigen Folge haben wir die Theresa ausgeführt und haben einen doch schon recht innigen Kuss erhalten. Und ja, jetzt ist der nächste Tag angebrochen. Jetzt müssen wir leider wieder ein paar Tage irgendwie warten, damit wir wieder mit ihr ausgehen können. Das werden wir jetzt nicht in einem Gefängnis tun, sondern wir werden tatsächlich jetzt schauen, dass wir hier hinkommen. Und hier den Aktivitätengeber mal aufsuchen. Und dann vielleicht gegebenenfalls sogar hier mit Herrn Hans jagen gehen. Soweit der Plan zumindest. So, okay. Hunger hat er. War ein bisschen blöd, ne? Schnelle Reise von hier. Achso. Müssen wir erst vor die Tür gehen. Also in dem Spiel regnet es echt oft. Ich weiß dann, vielleicht haben wir auch eine verregnete Jahreszeit zurzeit, aber ich habe das Gefühl, in dem Spiel regnet es irgendwie ständig. Na, ist ganz schlimm. Aber gut. Also fast jeden Tag gibt es Regen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Herbst oder Frühling ist oder so, dann kann das natürlich schon sein, gell? So. Es regnet immer noch. Sollen wir mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen was zu mampfen kriegen, bevor wir losziehen. Das ist aber eine gute Sache, weil es gibt immer wieder irgendwo mal so Töpfe, wo man sich so ein bisschen bedienen kann. Hier jetzt irgendwie nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Weil darauf habe ich jetzt eigentlich spekuliert. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kaufen wir auch mal hier was oder so. Ne? Das ist zugesperrt, okay. Natürlich jetzt echt blöd, ne? Ja, warten wir mal bis zum Morgen. Müssen wir halt mal ein bisschen Essen kaufen. Oder klauen. Wenn wir leise sind und uns nicht erwischen lassen. Hier zum Beispiel ist es ziemlich ruhig. Man hat hier irgendwie vergessen, die Tür zuzumachen. Hier muss doch was zum Holen sein. Das ist alles. So, damit werden wir schon satt werden.
finden. Was ist denn hier los? Wieso kann ich nicht... Wie diese Stufen. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte ja nur was zum Essen haben. So, erstmal erst das geklaute Zeug. Knoblauch kann man aber essen. Schön. Mit Milch. Und wo steht denn Sattheit? 73, da geht noch was. Wie funktioniert denn eigentlich das mit Kochen? Da muss man an so einem Feuer wahrscheinlich gehen. Aber da muss wahrscheinlich so ein Kessel sein, damit man da kochen kann, ne? Hier zum Beispiel. Jetzt sind wir richtig satt. Völlerei! Verdammt! Hey, ich verdurste hier! Da sitzt ein Kunde! Ach, da war gar nicht zu. Na gut, so. Okay. Dann haben wir das erledigt, ja. Super. Mal hier. Da ist sogar eine Kiste. Schau her. Uff. Löcher. Uah! Die Kiste war gut gefüllt. Nicht schlecht. Das Blöde ist nur, jetzt können wir wieder nicht rennen. Super. Das ist halt das. ja. Halt. Wo sind wir denn? Oh, 127. Das können wir gar nicht mitnehmen. Na, müssten wir jetzt halt wieder da runterlaufen. Das Verkaufen. Er ist ja auch voll bescheuert, gell? Weißt du was? Wir tun das Zeug wieder zurück. hol mal wann anders. So, Rüstung. Jetzt haben wir bestimmt erwischt, wie wir die Sachen wieder zurücktun. Super. So, das war das geklaute Zeug wegtun. Können wir wahrscheinlich auch später nochmal holen. So. Gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann wollen wir uns mal auch nicht noch so ewig aufhalten, sondern beginnen jetzt mal diese Mission mit dem Jagen.
die wir eigentlich schon vor 14 oder 15 Tagen hätten starten sollen. Ist hier der Aktivitätengeber? Nee. Halt! Ja, gut. Ich muss dich durchsuchen. Gut, dass wir das Zeug abgelegt haben. Was ist mit dir? Ja, durchsuch mich doch. Weshalb? Aus Sicherheitsgründen. Wie du willst. Das ist gestohlen, verflucht. Was? Und das auch. Her damit. Und sei froh, dass dir nichts Schlimmeres blüht. Jetzt darfst du hinein. Hey, ich hatte noch was Gestohlenes? Was? Echt? Ich hab doch extra geguckt. Naja, sei es drum. Ist uns ja jetzt nicht, so ist ja uns jetzt nichts passiert, gell? Aber trotzdem. Hallo, sonst geht's noch. Beste Grüße. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen. Damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Alles klar, das klingt nach Spaß. Nun, unter Spaß verstehe ich was anderes. Sei lieber vorsichtig, Junge. Mach's gut. Gut, haben wir das einmal? Wie gesagt, etwas östlich von hier, ne? Gibt es eine Mine oder sowas? Hm? Wo denn? Hm? Na gut, egal. So. Da ist der, mit dem wir jagen gehen sollen. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Ganz wie du meinst. Alles Gute. Ich hätte mir wahrscheinlich eins leihen dürfen, aber gut. Schneid mir doch nicht den Weg ab, Mann. Können wir nicht zu zweit auf einem Pferd sitzen? Ja, spute dich, Schmied. Kein Problem, ich bin schneller als ein Pferd.
lockern. Nee, passt schon. Schon ganz praktisch, dass der nicht so schnell jetzt unterwegs ist. Hör zu, Spieß. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Schlecht. Das ist jetzt ziemlich reif von dem. Das kommt jetzt ehrlich gesagt sehr unerwartet. Freut mich natürlich jetzt doch sehr. Da bin ich jetzt doch ganz schön erstaunt. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ja. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit. Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Wir können auch ruhig zügiger gehen, ne? Ich kann noch ein bisschen Sachen zulegen. Fallort. Aha. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Das Schöne ist, dass wir ja so früh los sind, ne? Wow. Wow. Okay, ernst? Was? Ernsthaft? Das bin ich jetzt alles gelaufen. Ja, hätte der mir nicht einfach ein Pferd geben können? Krass. Na gut. Hey! Hier schlagen wir das Lager auf. Boah, krass. Aber es ist schon ganz schön... Alter Schwede. Ja, wir sind ja fast schon wieder in Tallenberg. Cool. Der läuft einfach durch den Busch. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche.
Schon dabei, Herr. Na, endlich! Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkind, Bübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Ich glaube, da hat er recht. Das ist ja, weil die meisten Menschen, die kommen wegen so billigen, belanglosen Zeug, da gibt es schlimmere Probleme, aber so ist das halt, ne? Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Was? Wir haben schon 19 Uhr. Ach so, okay, ja gut. Wow, wie lange sind wir gelaufen? Hey, da sitzt ein Hase. Warte mal. Geht's dir gut? Ich will den Hasen haben. Ich hab Hasen! Hä? Ha! So. Ich hab Hasen! Der stand da einfach und guckt und sagt, oh, guck mal, Pilze.
der St- ja, ja. War einfach ein Hase. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Gott behüte dich. Und du sitzt da einfach ein Hase. Natürlich habe ich den eins über die Rübe. So, ja gut, dann lasst uns mal hier einfach ein bisschen rumschauen, oder? Mal so ein bisschen Zeug mitnehmen. Müssen das Zeiten gewesen sein, wo es so viel Natur geben konnte, gell? Und keine so riesen Großstädte, die einen halben Lebensraum der Natur einnehmen. So viele kleine Pilze. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Machen wir Schluss, oder? Bis der nächste Tag anbricht. Und dann jagen gehen können. Das machen wir so. Also, bis zur nächsten Folge.